Hallo und willkommen zum zweiten Part der Accessoires von Girahim. Zunächst zeige ich euch, wie ich den Ohrring gemacht habe und danach, wie die Halskette gebogen wird. Als erstes formt ihr aus Alufolie zwei vierseitige Pyramiden, rollt den Scalpi aus und legt die zwei Pyramiden aufeinander, die ihr mit etwas Scalpi verbinden könnt. Diese Kristallform ummantelt ihr nun mit Scalpi, versäubert die Kanten und Einschlüsse und begradigt die einzelnen Flächen. Danach macht ihr noch eine Öse in den Kristall und backt diesen im Ofen. Zum Schluss malt ihr das gehärtete Scalpi an und macht an die Öse einen Ohrringhaken dran. Damit ist der Ohrring schon fertig und ich kann mit der Kette weitermachen. Aller Anfang beginnt meist mit einer Vorlage, so auch hier wieder mit einer Kristallvorlage. Ich habe vorher schon ein wenig ausprobiert und verschiedene Aluminiumdrahtstärken und Kettengliedgrößen ausprobiert, bis ich ein passendes Verhältnis hatte. Zuerst macht ihr Markierungen mit einem Permanentmarker, um zu wissen, wo ihr den Draht biegen müsst. Da die Glieder eine besondere Form haben, ist es gar nicht so leicht, die Glieder ordentlich zu verbiegen, weswegen ich eine Zange zum Zurechtbiegen verwende. Die Öffnung der Glieder solltet ihr jedoch nicht an einer Ecke des Kristalls, sondern an einer Seite machen, einfach aus dem Grund, damit die Glieder nicht von allein auseinanderfallen können, falls man doch mal hängen bleiben sollte. Nachdem ihr das erste Glied gebogen habt, arbeitet ihr in einer Art Spirale weiter nach oben und orientiert euch dabei an das erste Glied. Wenn die Spirale lang genug ist, schneidet ihr mit einem Drahtschneider zuerst den restlichen Draht ab und schneidet dann die Spirale an einer Seite auf. Die Glieder sind nun fertig und müssen nur noch verbunden und die Öffnungen geschlossen werden. Und das waren sie, die Accessoires für Girahim, etwas abgeändert für ein Ballkleid. Danke fürs Zusehen und wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Video, eure Chaos.